Heute gibt's mal wieder was Persönliches. Leider ist Marv bei einem tragischen Autounfall verreckt. Deswegen ist er heute mal nicht dabei. Dafür aber ich mal wieder. Nach einigen Jahrtausenden. Im Hintergrund ein Black Ops Peter Lustig Zombie Gameplay. OP-Ausstattung Runde 20 aufwärts. Also was will man mehr? Wir haben eine Real-Life-Story für euch, bei der Tim mich begleitet. Hallo. Die ich erst kürzlich erlebt habe. War so circa ein paar Monate ist das her. Ich war mit meinem Kumpel übernachten. Wir haben uns getroffen, erstmal ein bisschen draußen gechillt. Sind wir später so circa 23 Uhr nach Hause gegangen, war Tim nicht dabei. Nein, ich war nicht dabei. Ich glaube, immer nein, ich sag jetzt aber nicht den Namen. Könnte sein, dass er ein bisschen aggressiv darauf reagiert. Grüße an dich, mein Freund. So, guck dir, und wenn du das siehst, du bist blau. Ja, genau. Also er hat mir auch erstmal so gesagt, dass das Haus ein bisschen ungewöhnlich erscheinen kann. Aber ich soll mich nicht wundern. Mit einem grinsenden Gesicht. Ich hab mir schon gedacht, so, okay. Will er mich verarschen. So gut, also wir haben das Gästebett vor seinem Schrank aufgebaut. Vor seinem Kleiderschrank. Und wir sind dann einfach nach ein paar Runden GTA pennen gegangen. Und ich bin aufgewacht. Und das Bett war vom Schrank weggeschoben und die Tür war halb offen vom Schrank. Und es ist halt so, Jetzt fragt man sich nur, warum. Ja, das. Wie kann das geschehen? Pets ein, stehst auf. Ja, du wachst ja auf. Ja, ja. Und das ist einfach, also muss man sich vorstellen, das ist ein Zimmer, ist eigentlich ausgebauter Dachboden. Da kann man sich auch vorstellen, wie die Wände aus diesen schräg. Die gehen bis zum Boden schräg. Bloß, die haben da eine künstliche Wand eingebaut. Mit circa auf 1 Meter Deckenhöhe, dass dahinter noch so ein Gang ist. Also, so, da ist so eine Schräge und dann da drin so ein Wandschrank. Ja, der Schrank, durch den Schrank kann man hinten durch die Schräge durchgehen. Also in so einen extra Gang kommen, sage ich jetzt mal, wo allerlei Unordnung und Gerümpel rumliegt, was der Herrmann nicht wegräumen will. Ne? Einfach alles ins Schrank werfen. Ja. Weiß Bescheid. Und dann habe ich nachts so einen halb komischen Traum gehabt, wo ich nicht wirklich wusste, was ich damit anfangen soll. Das hat sich irgendwie angehört wie so ein scheiß leises Atmen, ne? Und dann meint, ja, ist normal, kannst du meine Mom fragen, ne? Ich hab mir sogar gerade verarschen, ich bin runtergegangen zu seiner Mom, hat ihn gefragt. Ist das so, dass man hier nachts im Traum manchmal ein leises Atmen hört? Jo. Ja, und sein Bruder kann das auch bestätigen. Ja, vor allem der hört das am meisten in einem Zimmer. Knacken, scheiße. Naja. Ja, das ist einfach wie so ein dummen Klischee-Horrorfilm. Man denkt einfach mal, da wohnt so ein Geist, der einen trollen will. Aber es ist einfach mal wahr. Das ist so eine Scheiße, die ich eigentlich selber nicht glauben kann, weil man kann jetzt ja nicht wissen, gibt es wirklich Geister oder gibt es keine Geister, wie soll man das wissen? Man hat höchstens mal das Gefühl, man wird beobachtet oder hier bewegt sich meine Lampe, ne? Unser Kumpel hat auch noch eine Geschichte auf Lager, willst du mal erzählen? Ja, ich lieg so in meinem Zimmer nachts, bin einfach aufgewacht, guck so meine Lampe an. Ihr müsst wissen, die hängt nur so an so einem Kabel. Ja. Ja, und ich guck einfach so die Lampe an, Fenster zu, Tür zu. Und auf einmal bewegt sich die Lampe. Doch nicht so laut. Und auf einmal bewegt sich die Lampe. Ja, seine Lampe bewegt sich. Lampe. 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 Okay, jetzt ist diese scheiß große Story ins Lächerliche gezogen. Ja, egal, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Video. Dennis möchte euch noch ein paar pädophile Geschichten aus seinem Leben erzählen. Jetzt guckt er mich gerade an. Er ist scheiße. Bis zum nächsten Video. Adios. We'll be right back.
Wiedersehen!
Nächster Kill! Maximale Munition!